Moin, ich mache den Lifehacking-Vortrag für Baerbox. Gut, erste Frage, was zur Hölle ist Baerbox? Baerbox ist ein Bootloader, ganz ähnlich zu U-Boot, aber mit seinem Bedienungsinterface. Unter U-Boot kann ich gleich nochmal zeigen, ist es immer so, wenn man ein Datei aus dem Netzwerk lädt, dann muss man den Speicherbereich angeben, wo er die Datei hinladen soll. Da muss man sich merken, wo man sie hingeladen hat, weil wenn man dann den Kernel starten will, braucht man wieder den Speicher. Völliger Schwachsinn. Deswegen hat einer meiner Kollegen U-Boot mal geforkt und das Ganze U-Boot 2.0 genannt, aber U-Boot 2.0 zählt irgendwie nicht so richtig oder V2, glaube ich. Und deswegen heißt das Ding jetzt mittlerweile Baerbox. Genau, die andere Seite der Medaille ist der Prozessor, für den ich das machen will. Ich habe hier so ein DigiConnect Core 6 UL liegen. Das ist genau dieses Ding, aber auf einer Platine drauf. Gibt, glaube ich, hier auch irgendwo noch nicht System on Module, sondern das Board dazu. Also eigentlich wollen die einem dieses System on Module verkaufen. Da ist irgendwie Speicher drauf und da ist RAM drauf und da ist eine WLAN-Karte mit drauf und das ist alles ganz schön und toll und man kann es quasi sofort einsetzen. Man muss nur noch sein eigenes Board drumherum designen. Wir haben in dem Fall jetzt hier dieses Board liegen. Da haben sie das drumherum designen schon für einen übernommen. Hier sind also irgendwie Netzwerkschnittstellen drauf und ganz viele Anschlüsse, wo man irgendwie kennen und I²C und SPI und irgendwo hier so ein bisschen Audio und da kommt der Strom rein und USB ist auch da. Also das ist die komfortable Entwicklungsvariante. Hintergrund ist, dass ich für die Arbeit den Baerbox auf das Board portieren soll, muss, kann, möchte. Ich glaube, steht auch irgendwo in der Taskliste, aber ja. Darf. Genau, darf. Darf ist der gute Name dafür. Ausgangssituation bei dem Board ist, also das Board liegt hier auf dem Tisch und ich habe da einen USB-Hub dran angeschlossen, der einmal die serielle Konsole da dran hat, deswegen heißt das Ding hier unten TTY USB schlag mich tot. Das ist also die serielle Konsole zu dem Board. Dann gibt es ein weiteres Kabel, das den USB-Anschluss unten an dem Board angeschlossen hat. Da kann ich nachher dann meinen Bootloader hochladen. Da gibt es einen speziellen Modus für den Prozessor. Und dann gibt es ein weiteres USB auf Barrel-Connector-Kabel, was also genau an diesen Anschluss rangeht, mit dem das Board dann bestromt wird, damit es auch Dinge anzeigt. Das Schöne an diesem USB-Hub, den ich hier liegen habe, das ist so ein D-Link 4-Port-USB hat, der hat ein- und ausschaltbare USB-Ports. Das heißt, ich habe hier tatsächlich so ein kleines Utility. Im Moment ist an. Aber ich kann auch ausmachen und dann kann ich wieder einschalten und dann geht mein Ding an und dann habe ich hier irgendwie so ein U-Boot. Das ist so die Ausgangssituation. Jetzt tippst du TFTP 0x12. Ich habe keine Ahnung. Außerdem ist das Ding uralt, ist von 2015, also oh, bitte. Es gibt auch keine neuere Version, das werden wir nachher noch sehen. Wir brauchen nämlich die Konfigurationsvariablen von dem Board dafür. Okay. Also, was müssen wir tun, um das im Baerbox irgendwie möglich zu machen? Als erstes machen wir unser lokales Baerbox-Repository auf. Das sieht irgendwie so aus. Jetzt muss mein Emacs das erste Mal im Modes laden und dann sind wir hier drin. Gut, unter Arch, Arm gibt es so einen Boards-Ordner. Das ist tendenziell unser Ausgangspunkt. So, der Trick, den man sich jetzt bedient ist auf diesem Gerät, ist also jetzt ein MX6 UL drauf. Und ich weiß, weil ich schon mal mit meinem Kollegen drüber geredet habe, es gibt ein Board, das nennt sich Pico Hobbit von Technexion. Und wenn wir hier in die Low-Level-C-Datei reinschauen, dann steht da was von ganz unten IMX6 UL Baerbox Entry. Das hört sich gut an, das ist genau das, was wir wollen. Das ist also der Einsprungpunkt, um Baerbox so zu konfigurieren, dass es auf einem MX6 UL-Prozessor bootet. Von daher ist die erste Order des Tages, wir kopieren uns diesen gesamten Ordner nach digi-ccimx6ul-sbc-pro. Das ist der lange Name, den sie sich für das Ding ausgedacht haben. Willst du wirklich? Ja, will ich. Und jetzt haben wir hier einen neuen Ordner. So, die nächste Order ist, wir gucken erstmal an, was macht das Ding denn überhaupt. Also, die File-Fix-Up von dem alten Board brauchen wir nicht und irgendwie heißt das Ding jetzt auch nicht mehr länger Pico Hobbit und der File-Fix-Up hier kann auch raus. Und hier steht schon was drin, hier steht nämlich OF-Machine is compatible. Damit schaut der Baerbox nach, welches Board das ist. Die Boards benutzen etwas, was sich Device-Tree nennt und in den Device-Trees ist angegeben, welche Hardware jetzt tatsächlich auf meinem Gerät verdrahtet ist. Die
Hardware kann durchaus variieren. Also ich habe nachher vielleicht einen SoC, auf dem ist derselbe CPU-Kern drauf, aber geringfügig andere Peripherie. So, wenn ich das jetzt in C-Code abbilden muss, ist das regelmäßig sehr anstrengend und aufwendig und niemand möchte das tun. Deswegen gibt es sogenannte Device-Tree-Dateien, die beschreiben, wie unser Board aufgebaut ist. Eine davon ist diese IMX-XUL CC-IMX IMX-XUL SPC Pro DTS. Das ist genau die Device-Tree-Datei, die man für dieses Board hier benutzt. Und hier steht auch das Compatible drin. Hier steht nämlich Digi-CC-IMX-XUL SPC Pro. Wir klauen uns also dieses Compatible und pasten das da rein. DT-Flip. So. Das heißt, wir machen jetzt auf keinen Fall einen Return 0. Das ist schon mal eine gute Sache. Des Weiteren stehen hier noch andere Dinge drin, zum Beispiel haben sie hier LCD-Backlight mit eingefügt und die Ansteuerung für das Panel, was dann möglicherweise dran ist. Und hier steht dran, dass da auch noch ein USB-OTG-Port dran ist, also ein Port, der gleichzeitig Host und oder Device kann. Und hier unten schalten sie die ganze Peripherie noch ein. Das Interessante ist, dass die auch hierarchisch aufgeteilt sind. Wir heißen, hier oben gibt es dann ein Include für ein DTSI und den Include für das eigentliche System-on-Module, das auch auf dem Board verbaut ist. Wir heißen, das lässt sich dann auch schön hierarchisch aufbauen, sodass man den Code nicht zweimal schreiben muss. Gut. Dann registrieren wir einen Internal MMC-Händler. Ich weiß, dass wir keine Internal MMC haben und auch der Hostname passt jetzt nicht mehr so ganz. Also verwandeln wir das Ding nochmal von Pico Hobbit. Das passt ja irgendwie nicht so richtig. Wenn ich tippen könnte, geht's auch. Pico Hobbit in Vorschläge, wahrscheinlich irgendwas mit Digi. CC-IMX-XUL SPC Pro. Und zwar überall. Cool. So, das ist das, was wir brauchen für die Borddatei. Und auch den Hostname hier können wir noch entsprechend ersetzen. Digi CC-IMX-XUL SPC Pro. Cool. Das ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist die Low-Level-Initialisierung. Ich mache das hier mal wieder zu. Und zwar gibt es hier die Startroutine für unseren Pre-Bootloader. Bei den Boards ist es so, dass der Bootablauf eigentlich immer auf dieselbe Art und Weise stattfindet. Es gibt einen Boot-ROM, das auf dem Chip eingebaut ist und wo man auch nicht drum rumkommt. Und das Boot-ROM lädt nachher aus einer bestimmten Stelle auf dem Speichergerät, das gerade über externe Widerstände eingestellt ist, also irgendwie NAND oder ein eMMC oder SD-Karte, die man reingesteckt hat, oder SPI, NOR-Flash oder was auch immer gerade unterstützt wird, die einen Initial-Header, wo drin steht, was jetzt alles noch nachfolgend kommt, und eine Initialtabelle mit Werten, die auf dem Gerät eingestellt werden. Klassischerweise macht man darüber auch die DRAM-Initialisierung. Es gibt also bestimmte Werte, die man auf dem Prozessor erst einstellen muss, bevor man überhaupt mit dem DDR-RAM reden kann. Dafür hat der Prozessor, solange man noch keinen DDR-RAM hat, zusätzlich die Möglichkeit, mit einem kleinen SRAM zu reden. Das sind irgendwie 512 Kilobyte. Naja, bei dem kleinen Prozessor hier wahrscheinlich eher so 128 Kilobyte. Aber das reicht für das Boot-ROM aus, um da erstmal Speicher zu haben und da arbeiten zu können. Bis der RAM dann initialisiert ist und man anfangen kann, richtig zu arbeiten. Gut. Ich weiß, dass ich nicht die MX6 UART Base Adre haben will. Wir wollen nämlich MX5 machen. Aber das ist eigentlich auch gar nicht so wichtig. Das ist nur Low-Level Initialisierung für. Ich brauche jetzt als erstes die Möglichkeit, dass mein Gerät über die Konsole etwas ausgeben kann. Das ist das Setup UART hier oben, das auch nur eingeschaltet ist, wenn hier weiter unten Config Debug Low-Level an ist. So, dann können wir einmal hier oben ein IMX6UL draus machen. Und dann ist das wieder das CC-IMX6UL SPC Pro.
So, wir werden das hier auch gleich noch in eine Entry-Function verwandeln, aber soweit sieht das hier unten ganz gut aus. Wir machen also erstmal Prozessor-Low-Level-Initialisierung, dann besorgen wir uns einen Stack, damit wir einen Stack haben, wenn wir C ausführen wollen. Alles davor passiert noch im Assembly. Dann machen wir einen MMU-Cache-Invalidate, verschieben den Barebox an die richtige Ladeadresse, nämlich nicht an die Adresse, wo das Bootraum uns hingelegt hat, sondern an die Adresse, wo wir eigentlich liegen wollen. Sagen dann, okay, jetzt das C-Environment echt aufsetzen, machen eine fette Memory-Barrier, damit alle Zugriffe auf den Speicher danach synchronisiert sind. Und dann gehen wir direkt über in den Barebox-Entry. Vorher holen wir uns noch die Adresse für unseren Device-Tree, der auch mit bei uns einkompiliert ist. Gut. Hier unten gibt es extra Routinen, um verschiedene Varianten des Boards zu handeln. Es gibt diese Pico-Hobbit-Module einmal mit 256 MB RAM und einmal mit 512 MB RAM. Das brauchen wir alles nicht. Das kann alles weg. Das ist doch schon mal schön. So, und zusätzlich brauchen wir aus einer ähnlichen Plattform, nämlich aus dem Udo Neo, da gibt es auch so eine Low-Level-Datei, da gibt es die richtige Entry-Funktion, die wir haben wollen. Und zwar wollen wir hier auch so eine Markierung für Entry-Function haben. Genau, und dann R0, R1. Klipp. R0, R1 und R2. Jetzt will er bestimmt den noch. Na, das passt doch. So, das ist ein Void FDT, das kommt nur von dem C-Language-Server. Der GCC, der nachher die eigentliche Kompilierung übernimmt, kriegt das alles mit. Genau, Power-Down-Counter sind aus. Und dann brauchen wir noch dieses wunderschöne Extern-Char hier und fügen das auch gleich noch mit ein. Das ist nachher einfach nur eine Referenz auf die Stelle in unserem Binary, wo wir unseren Device-Tree mit abgelegt haben. Das wird nachher der Linker vollautomatisch für uns erledigen, was ja auch ganz nett ist. Da gibt es einen Haufen Helper, die sich darum kümmern. So, können wir nochmal drüber schauen. Das Do-Early-UART-Config gibt es jetzt nicht mehr, also weg. Ja, das sieht doch soweit ganz gut aus. Moment, eine Frage. Ja. Den Extension-Char, den du gerade deklariert hast, wo wird der wieder referenziert in dem ganzen Graph? Das hatte ich auch gerade, ja. Der wird nachher vom Linker erstellt. Ich muss ihn hier unten noch einführen. Es gibt nämlich keinen FTD Blob Fixed Offset mehr. Da wollen wir jetzt eigentlich das haben. Genau. So. Ist richtig. Plus oder Minus Get Runtime Offset? Das ist Plus. Das ist aktueller Barebox Master. Es war mal eine Zeit lang andersrum und wir hatten eine Reihe von Sachen, die dadurch kaputt gegangen sind. Man mag es gar nicht glauben, aber das sollte die Variante sein, die richtig rum ist. Ich habe das Ganze natürlich auch vorher einmal gemacht. Nicht, dass ich hier irgendwo ins Dunkle tappe und dann können wir nichts machen. So, das war das Digiboard. Dann können wir noch mal kurz in das Makefile reinschauen. Das ist denkbar einfach. Object Y sagt dem K-Config, das ist irgendwie alles, was zum Haupt-Barebox gehört. Und LWL Y sagt, okay, das muss in den Pre-Bootloader mitwandern. Das funktioniert also hervorragend. Das ist genau das, was wir brauchen. Gut, dann müssen wir unser Board hier im Makefile noch anmelden. Hey, Makefile, da. Und zwar irgendwo bei dir. Hier. Irgendwo bei D, ja. Ich habe beim ersten Mal durchprogrammieren auch gesehen, dass das tatsächlich alles nicht immer so durchsortiert ist. So, und dann machen wir hier ein neues Symbol, und zwar ist das DGCCIMX6ULSBC. Das ist keine 6. Ah, stimmt. Stimmt auch, finde ich. Und dann machen wir auch hier DGCCIMX6ULSBC Pro. So, das heißt, unser Bildsystem weiß jetzt auch, dass es diesen Ordner mitbauen darf, nämlich genau dieses Symbol an ist. Dann müssen wir jetzt nur noch das Symbol erstellen. So die gedankliche Welt. Dafür gibt es ein Mach IMX.
Und hier drin gibt es einen K-Config. Und ganz hier unten sind irgendwie einen Haufen Boards. Ich pack mal das hier mit rein. Und dann klauen wir uns irgendwo das Pico Hobbit Board wieder. Genau da. Ganz ans Ende. Und sagen, so soll das nachher aussehen. Da fehlt noch ein Leerzeichen. Ah. So, das ist jetzt natürlich Config kein... Config macht Digi, CCIMX6UL. Ja, aber das Config-Unterstrich wird ja vom Bild zum Stand dranhängt. DT. So. Und das ist jetzt ein Digi International CC-IMX6UL SPC Pro. Oder Pro. Oder. Na. So. So ist besser, ne? So, Whitespace Damage weg und dann sieht das Ganze gut aus. So. Soweit, so gut. Was wir jetzt noch machen müssen, ist dem Image-Generator beibringen, dass er das auch mitbauen soll. Bin ich genug? Müsste Images geben, genau. Und hier gibt es einen Mac-File IMX. IMX. Das besteht aus Anweisungen, wie die Sachen nachher zusammengeschraubt werden. Ich kann mir also auch hier wieder das von meinem Pico Hobbit klauen. Und dann ersetze ich Nexion Pico Hobbit durch ein Machtigi CCIMX 6UL SPC Pro. Der Name ist ja auch echt lang, ne? So. Das hier ist jetzt IMX 6UL Pico Hobbit 512 MB. Wir hatten CCIMX 6UL SPC Pro. Aber es ist ganz gut, da einheitlich vorzugehen, weil sonst kommt man nachher durcheinander. Ich mache mal hier ein bisschen mehr Platz. Genau. Und hier sehen wir auch, was uns aktuell noch fehlt. Uns fehlt nämlich noch diese Flash-Header-Definition, die hier angegeben ist. Die klauen wir uns gleich aus deren... Also, was heißt klauen? Die kopieren wir uns aus dem Upstream-Repo von dem U-Boot, der gerade auch auf dem Gerät läuft. Und dann sollte unser Board da auch gut mit klarkommen und den DRAM richtig initialisieren. So... Das hier auch noch weg. Das. Hey. Und hier noch. Und damit sieht das doch gut aus. Haben wir jetzt alle Sachen richtig ersetzt? Ich denke schon. Alles klar. Dann einmal zurück zu unseren... Nee, das ist das falsche Low-Level. Moment. Wir wollen das da. So. Jetzt können wir die beiden Flash-Header noch löschen und dann erstellen wir einen neuen Flash-Header IMX6UL CCIMX6UL SPC Pro. IMX-CFG ist die Erweiterung und der ist jetzt wunderbar leer. So, was wir jetzt machen können, ist, wir suchen nach Digi U-Boot GitHub. Mittlerweile ist es ja glücklicherweise so, dass die ganzen Unternehmen alle rausgefunden haben, dass GitHub total toll ist, um da seine Open-Source-Sachen droppen zu lassen. Dann muss einem niemand erst eine Mail schreiben, bevor man an die Sachen rankommt. Auch hier der Fall. Wir finden also jetzt den Upstream U-Boot. Von der Version her ist das auch genau der, der mit unserem Board geliefert wurde. Und auch hier gibt es, wenn man tatsächlich mal irgendwie groß macht, ein IMX6UL SBC, wir wollen die UL-Variante haben,
Und in dem Fall gibt es hier keinen IMX-CFG, weil das dann wahrscheinlich für das gesamte System on Module gilt. Und dann gibt es hier ein IMX-Image-CFG. Das ist genau das, was wir haben wollen. Und die ganzen magischen Werte sind genau diese hier. Die machen sowas wie, mach mal alle Clocks auf dem Prozessor an und dann stell den DDR-Typ ein und setzt die Clock dafür fest und macht die Control und die Data Strobes und diese ganzen Sachen, die man eigentlich fein frieselig über eine wunderschöne Excel-Datei herausfinden kann. Allerdings braucht man dafür das Gerät auch. Und diese Werte, die aus der Excel-Datei rausfallen, funktionieren natürlich auch nicht initial. Hat zumindest einer meiner Kollegen neulich herausgefunden. Ja, es ist schwieriges Leben, dieses Embedded-Zeug. Glücklicherweise hat der Hersteller das für uns ja total übernommen und ich finde es ganz schön, dass die Sachen hier einfach so rausfallen. So, bei Barebox ist die Syntax für das Datenschreiben ein bisschen anders. Hier gibt es dieses Data-For, was so ein bisschen seltsam ist. Bei Barebox heißt das Ganze VM32. Data-For heißt wahrscheinlich, wir wollen irgendwie Daten schreiben und 4 ist dann Wörter in 8-Bit-Größe. In Barebox heißt es Write Memory 32-Bit. Klingt auf jeden Fall sinnvoller. Jedenfalls in meinen Augen. Aber hey. Jo. So, jetzt haben wir unsere IMX-CFG-Datei. Wir haben unser Low-Level-C. Wir haben unser Board.c. Was uns jetzt noch fehlt, ist der Device-Tree. Und zwar unterscheidet sich der Device-Tree, den wir im Barebox verwenden, geringfügig von dem Device-Tree, der nachher vom Kernel verwendet wird. Und zwar fügen wir da noch einige Extra-Nodes hinzu. Wir können das zum Beispiel hier im Pico Hobbit mal anschauen. Und zwar geben wir hier zum Beispiel an, welche Ausgabe UART er überhaupt verwenden soll. Und zusätzlich gibt es hier noch Partitionsdefinitionen, damit der Barebox weiß, wo er nachher sein Environment wiederfinden kann. Das Environment sind Variablen, die da gespeichert werden. Das ist teilweise mit einkompiliert. Oder kann dann auch persistent benutzt werden, wenn man es wie hier auf einer SDHC oder auf einer MicroSD-Karte ablegt. Genau, also brauchen wir sowas auch für unser Board. Deswegen erstellen wir jetzt ein IMX6UL, CCIMX6ULSPCPro.dts und dann inkludieren wir nach Art, wie das im IMX6UDO Neo gemacht ist. Achso, und das ist jetzt schon die kompilierte Variante, die wollen wir nicht. Entschuldigung. Es gibt hier irgendwo auch noch die DTS-Variante, DTS Device Tree Source, DTB Device Tree Binary. Die beiden Formate lassen sich komplett ineinander tauschen. Allerdings ist das DTB-Format natürlich ein bisschen kompakter. Das ist also das, was wir nachher mit in unser Binary einbauen wollen. Dann machen wir hier einen Include. Und zwar ist es bei Barebox so, dass wir alle Device-Trees auch zur Verfügung haben. Die liegen im DTS-Ordner. Und zwar ist es hier so, dass der Maintainer ab und zu alle Device-Trees aus dem Linux-Kernel importiert. Möglicherweise habe ich gerade den falschen Puffer aufgemacht. Der Ordner enthält ein paar mehr Dateien. Das könnte also eine Weile dauern, bis wir das geladen haben. Gut, das soweit dazu und dann wieder zu unserer Device-Tree-Datei. So, wie wir eben schon gesehen haben bei unserem Pico Hobbit, wollen wir uns hier eigentlich noch die Chosen-Node draus klauen, damit wir nachher Chosen, STD-Outpath, genau. Damit nachher unser Barebox auf die richtigen UART ausgibt. Und für dieses Gerät hier ist das nicht UART 1, sondern das ist UART 5. Genau. Und jetzt könnte man eigentlich mal schauen, ob das auch wirklich funktioniert. Deine geschweiften Klammern, Zeile 3 und 4, die sind... Achso. Die eine hier kann weg. 2 auf, 2 zu, das ist eine zu viel. Genau. Tja. Jetzt könnte man noch mal... Ist ja auch komische Einrückung. Aber wieder so.
Alles klar. So sollte es eigentlich funktionieren. Und wenn, dann kriegen wir gleich Ärger. So, für das Bauen von ARM brauchen wir einen Cross-Compiler. Und wir wollen nicht für uns bauen, sondern für Arch ARM bauen. So, dann schmeißen wir unsere Config-Datei nochmal weg. Und dann machen wir uns daran, eine ARM V7 Dev-Config zu nehmen. Ne, IMX V7 Dev-Config. IMX V7 Dev-Config. So, jetzt haben wir eine Standard-Konfiguration und jetzt können wir Menu-Config aufrufen. Und dann beschwert er sich, ich brauche auch wirklich 80 Zeilen dafür. Sonst geht das Menu-Config nicht. Wir sind leider gerade ein bisschen groß von der Font her, aber so ist es wesentlich besser lesbar. So, in dem Fall ist es so, dass wir jetzt für multiple Boards was bauen können. Die interessieren uns eigentlich alle nicht. Wir unterstützen also irgendwie einen Haufen Boards davon. Deswegen ist der Support auch schon da. Und dann schmeißen wir das alles raus. Ach ja, das auch weg. Und hier unten ist unser neues Board. Das ist die Konfigurationsvariable, die wir vorhin hinzugefügt hatten. Macht die CCI-MX-XUL-SBC-Pro. Cool. Dann machen wir das so. Und dann heißt es jetzt zumindest für kurze Zeit warten, weil wir einmal Barebox bauen müssen. So, da haben wir ein Early UART Config noch nicht rausgeschmissen. Das ist Low Level. Wieso ist denn das Digi Low Level hier noch nicht drin? Da. Genau, das da oben. Das muss vorhin beim Undo mit hängen geblieben sein. Dann machen wir das noch weg. Und dann machen wir wieder von vorne. So. IOMMX da oben ist uns ein I verloren gegangen. Genauso wie hier. Das sollte ein MX6 und das ein MX5 sein. Moment. Ah, okay, das ist ohne IMX. Und da gibt es auch die Definition. Sehr gut. Ich habe da vorhin die falsche 6 durch eine 5 ersetzt. Es tut mir leid. So. Undefined Reference to DTB IMX6 UL CC IMX6 UL SPC. DTS noch ins Makefile einfügen. Stimmt. Genau. Dann gehen wir hier wieder auf den DTS. Warte, am DTS. Hatte ich hier nicht gerade die Chosen Nodes eingefügt? Mein Emacs disagrees. Das ist der Pico Hobbit. SBC Pro. Flash Header. Das sieht gut aus. Und das hier ist der Upstream Device Tree. Ich vergesse nichts zu speichern. Nee. Pico Hobbit. So, genau, es gibt auch hier wieder ein Makefile. Stimmt. Hier die 5 und dann nächster Buffer. Und auch hier kann man irgendwie gucken, ob man das nicht in die richtige Reihenfolge bringt, aber auch da könnte man mal wieder aufräumen. So, das ist ein IMX6UL. So, auch ein neues. Invalid Argument. Im IMX Image, das heißt, das ist in unserer IMX6CFG-Datei. In dem Flash-Header. Einmal können wir hier noch SOC-MX6 und dann Load-Adre-0x400 angeben. Line 9.
den können wir auch rausschmeißen. Aber dann werden wir denselben Fehler wiederbekommen. Zocktag MX6. MX6. Ist das da wieder MX6? Images-Bild. Und jetzt haben wir hier unter Images ein hoffentlich funktionierendes Image rausfallen bekommen. Und zwar da oben. Das da. So, um das Ganze jetzt zu testen, können wir einmal auf dem Board einen Jumper stecken. Der sorgt dafür, dass das Board nicht von seinem internen NAND bootet, sondern brav darauf wartet, dass man ihm einen Bootloader rüberschiebt. Was ja genau das ist, was wir wollen. So, dann machen wir es einmal aus. Den Port aus und jetzt wieder an. Erkennbar an der grünen LED, die dann aufleuchtet und jetzt ist mein U-Boot nicht mehr da. Klar, wir können ja auch nicht booten. So, ich habe bestimmt vergessen, den IMX-USB-Loader anzumachen. Ist der in der MX6-Dev-Config nicht drin? Nee, der ist nicht an. Das habe ich vorhin auch bemerkt. Und jetzt kann ich hier das einmal draufladen. Kriege ich einen Error. Less Transit. Also die Datei hat auf jeden Fall richtig gelesen, von daher mal gucken, ob das Device in meinem Kernel richtig aufgetaucht ist. Und zwar sollte hier unten dann so ein Freescale Semiconductor Inc. SE Blank 6UL auftauchen. Genau. Das heißt, eigentlich sollte ich das hier so überschreiben können. So, habe ich in der MX6 CFG noch was vergessen? Auch da können wir wieder bei dem Pico Hobbit Flash Header abschauen. Und zwar, Load Adre ist nämlich eine andere. Das ist nämlich die und dann haben wir ein DCD Offset. Jetzt können wir es noch in dieselbe Reihenfolge bringen wie oben. Und dann bauen wir nochmal neu. Funktioniert das mit dem Header richtig? Interessante Frage. So, aus, an. Und wieso kriege ich denn meinen Bedbox da nicht rübergeladen? Habe ich noch was vergessen? Unter allen Ideen? Also, das funktioniert alles. Wir können auch mal nachschauen, ob er uns die... Achso, ja. CC-IMX-XUL. Da hat er auch Dinge drin gebaut. Das heißt, das müsste auch in unser Binary mit eingeflossen sein. Ich vermute ja, dass er das nicht komplett richtig handelt. Von daher versuchen wir einmal die Brechkeule und bauen nochmal komplett von vorne. Und aus einem sauberen Zustand heraus. So. Das sieht aber gut aus. Gut. Was man hier eigentlich jetzt noch ergänzen müsste, um den Barebox persistent zu bekommen, wären Definitionen, wie das Ding nachher auf dem NAND liegen soll. Was ist der falsche? Und zwar gibt es da auch wieder ein ähnliches Modell, was auch vom NAND geladen wird. Und hier gibt es dann einen DTSI. Und hier gibt es Definitionen für die einzelnen Partitionen. Also zum Beispiel hier liegt das Barebox-Environment und der eigentliche Barebox dann auch. Genau, hier gibt es eine Partitionstabelle im Device-Tree-Format, die das definiert. So. CD Write. Plupp. Und jetzt haben wir hier unten einen Barebox. Tada! Yay. Genau.
Wenn ich den Barebox jetzt persistent machen wollen würde, gibt es so ein Handy-Utility, das nennt sich Barebox Update. Allerdings gibt es im Moment keinen Händler. Der Händler erkennt automatisch, wenn die richtige Partition vorhanden ist und sagt dann, alles klar, da ist meine Partition, da könnte ich mich reininstallieren. Aber das funktioniert jetzt nicht. Eine andere Sache, die man auch testen könnte, wenn man jetzt ein Netzwerkkabel anschließen würde, ist den Ethernet-Verbindung. Das Gerät hat nämlich scheinbar auch schon alles soweit richtig erkannt. Das liegt daran, dass viele der Treiber auch schon eingebaut sind in den Barebox-Sets. Zum Beispiel sehe ich hier, dass die ganzen seriellen Ports registriert wurden. Ich sehe, dass die One-Time-Pads registriert sind. Ich sehe, dass mein Power-Controller hier registriert ist. Also ich könnte auch resetten, nur wenn ich resette, muss ich den Barebox halt neu laden, weil er noch nicht persistent ist. Meine MMC-Controller sind initialisiert, der OTG-Port ist da, PWM-Support ist da und Netzwerk-Support sollte tatsächlich auch schon da sein. Genau, wir haben hier einen Ethernet-Port, an dem auch ein FHIR angeschlossen ist und mit dem man theoretisch auch schon Netzwerk machen kann. Dafür müsste man das Board jetzt allerdings per Netzwerkkabel mal ins Netz stecken und dann gucken, ob das DHCP-Kommando funktioniert. Genau, Network is down. Ist nämlich keiner da. Gut, ja. Das war's. Habt ihr Fragen? Ich habe einen Inter. Was ist der Scope von U-Boot? Also, ich dachte am Anfang, es wäre mehr Bootloader, aber gerade redest du ganz viel über ganz viele Treiber, die da alle schon drin sind. Und also, ist das irgendwie ein Ding, was ein Kernel handelt, oder ist das ein Ding, was man benutzt, um einfach direkt darauf die Firmware zu implementieren? Ich frage, was der Scope von U-Boot ist. Ja, oder jetzt halt von Barebox, was ich so verstanden habe, dass es ein Klon davon ist. Also, ja, ein Fork, also, so ein bisschen. Das ist schon lange kein Klon mehr. Scope der Bootloader ist eigentlich, die machen das DRAM-Setup. Ja. Das implementiert der Kernel nicht und das ist halt für jedes Board spezifisch, ja. Deswegen habe ich da die Board-spezifischen Sachen. Und sie implementieren vielleicht noch Möglichkeiten, meinen Kernel von extern nachzuladen. Ja, genau. Und das ist der Fall, warum im Barebox auch Treiber für Netzwerk zum Beispiel implementiert sind oder für PWM, weil wir durchaus, also sobald die Leute dann wissen, da ist etwas, an dem wir arbeiten können, wollen sie auch mehr Features haben. Wir haben zum Beispiel Kunden, die möchten dann, während der Bootloader läuft, auch schon mit dem kleinen Display auf ihrem Gerät reden können, damit ihr halt einmal anzeigen kann, der Bootloader läuft gerade und ich starte jetzt den Kernel, einfach damit man noch Feedback nach außen geben kann. Das heißt, man fängt dann an, zum Beispiel SPI-Frameworks mit rein zu importieren, E²C-Frameworks mit rein zu importieren und das Schöne beim Barebox ist, dass das ganze Treibermodell auf dem Linux-Treibermodell basiert. Das heißt, wenn ich irgendwelche Treiber für irgendein Gerät brauche, kann ich einfach die aus dem Linux-Kernel nehmen und mit Änderungen in Barebox mit einbringen. Und das macht das relativ komfortabel. Im Gegensatz zu U-Boot habe ich jetzt tatsächlich hier auch sowas wie ein Dateisystem. Das tut zumindest so, als wäre es ein Dateisystem und macht viele Dinge einfach sehr viel komfortabler. Ja? Aber tatsächlich produktiv bootet ihr mit dem Ding dann weiter? Oder? Wir booten mit dem Ding. Weil das sieht ja fast so aus, ob man da jetzt quasi ein, weiß ich nicht, nee, ein MicroPython-Skript dazu wirft und dann hast du halt ein Embedded-Ding hier fertig. Dafür ist es nicht gedacht. Das ist explizit dafür gedacht, da jetzt einen Linux zu starten oder auf was wir mittlerweile auch machen, erst ein Opti zu starten und dann ein Linux zu starten oder erst eine ARM-Trusted-Firmware zu starten und dann, du siehst, wie das dann weitergeht. Eskaliert, aber eigentlich ist das Endziel immer, einen Linux starten zu können und in dem Fall ist es halt so komfortabel, dass Barebox auch Skripte enthält, um den Linux-Kernel jetzt automatisch aus einem NFS zu laden. Ja. Ich habe also irgendwie nachher ein Netzwerk, wo meine ganzen Boards drin stecken und auf der anderen Seite gibt es einen NFS-Server und da liegt nachher mein Linux-Kernel drauf, den ich dann neu bauen kann und das macht das Ganze einfach zum Entwickeln wesentlich komfortabler. Mhm. So, hier sieht man auch, dass die Kommandozeile, die wir vorhin eingefügt haben, direkt ersetzt wurde. Das sind nämlich die Informationen, die jetzt aus dem Device-Tree kommen. Deswegen steht da der volle Boardname auch drin. Ja, und das Dev-Info ist auch genau das. Der gibt quasi den Device-Tree aus, von oben nach unten, und zeigt an, welche Treiber er für welche Knotenpunkte gefunden hat. Zum Beispiel gibt es hier jetzt auch schon den Treiber für den NAND-Flash, der auf dem Gerät drauf ist. Der hat schon erkannt, da gibt es jetzt irgendwie schon verschiedene Partitionen und so weiter und so fort. Aber ihr habt jetzt zum Beispiel kein Multiprocessing und solches Kram. Nein. Genau. Es sieht alles so Linux aus. Ja, genau. Nee, es sieht alles so aus, damit sich der Entwickler nachher wohlfühlt und es lässt sich einfach gut bedienen. Das ist tatsächlich ein großer Vorteil gegenüber U-World. Ich muss nicht lange nachdenken, wie die Kommandos gehen, weil das ist halt alles irgendwie, hier gibt es irgendwie so ein LS und wenn ich Dinge kopieren will, ist das ein CP lade arbiträre Daten von da in irgendeinen Speicherbereich und dann nimm den Speicherbereich und leg ihn wieder woanders hin. Genau.
Das ist einfach nur Convenience. Das Einzige, wo es sich nicht nach Linux anfühlt, ist, der Editor heißt nicht VI oder Emacs. Oder der Editor heißt Edit. Aber das ist doch nur eine Frage der Config bestimmt. Das ist eine Frage, was deine Finger denken, wie der Editor heißt. Ja, genau. das hier ist ein, das ist der sehr rudimentäre Editor. Und natürlich gibt es auch einen Cut. Ja, gut, Cut ist auch nicht so viel. Ja. Und jetzt gibt es hier eine Kicks-Datei und da steht jetzt Hello, I'm an Editor. Genau. Es gibt auch die klassischen Memory-Write- und Memory-Read-Sachen. Manchmal ist es einfacher, dann im Barebox irgendwelche Dinge anzufassen, weil die ganzen anderen Treiber noch nicht geladen sind und dann kann man zumindest mal in die Register reinschauen und gucken, was ist denn gerade auf dem Prozessor überhaupt los, wie sieht es aus. Genau. Oder halt so Prototyping, ohne einen Kernel zu starten müssen. Ja, man pokst ja dann mal in die Register und guckt, ob es abbrennt und dann. Genau, oder pokt man diese Werte in die Register und dann lassen wir die Hardware loslaufen und wir gucken am Ende, was rauskommt. Ja, genau. Genau. Gibt ja tatsächlich Hardware, die genauso angesteuert wird. Ja, klar. Sonst noch Fragen? Ich hätte noch einen zum Bildsystem. Das sah auch nach Kernel aus. Ja, scale-config aus dem Kernel auch importiert. Okay, klar, wir wollen da nichts Neues erfinden. Wir haben auch Leute, die dann ab und zu Patches schicken, um das Ganze wieder aufzusynchronisieren, damit wir wieder auf dem aktuellen Stand sind. Also das ist dann auch ongoing Maintenance, die man hat. Genau, das ist eh nur, wir hätten quasi das Config-Framework genommen, aber die Config-Metadaten, genau, die Config sind komplett was anderes. Auch die Struktur sieht drei gleich aus. Also es gibt hier irgendwie deshalb war ich verwirrt, das war dieselbe Top-Level-Struktur. Nee, genau. Das ist natürlich genauso gedacht, dass man sich nachher als Kernel-Entwickler genauso wohlfühlt und auch schon weiß, okay, wenn ich jetzt einen Treiber für das habe, dann kommt das nachher genau an die Stelle. Ja. Von daher sieht das jetzt auch genauso aus. Ja, sonst noch Fragen? Ja, wenn es keine weiteren Fragen gibt, recht herzlichen Dank. Ich finde das Video.